Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir befinden uns einen Tag nach meiner letzten Aufnahme. Es tut mir sehr leid, weil meine Stimme ein bisschen kratzig klingt. Ja, der gestrige Abend ging ein bisschen länger und ich bin ein bisschen früh wach und ich nehme gerade direkt auf, nachdem ich aufgestanden bin. So klinge ich, wenn ich aus dem Bett steige. Es ist ein guter Tag, um einfach ein wenig herumzulegen und vielleicht ein Buch zu lesen oder so. Was denkst du? Gott, ich fühle mich, als wäre ich echt ein Kerl. Okay, was müssen wir tun? Das wissen wir nicht. Es regnet aber. Und es dampft furchtbar. So. Genau, wir warten immer noch auf unsere Hasenpfote. Huch. Wir brauchen 6 Beeren. Voilà. Hallo. Achso, ich. Oh, lol. Meine Güte. Oh Gott. Ich glaube, sowas wird heute öfter passieren. Ich bin nicht gut in der Früh. Das ist nicht so meine Uhrzeit. Okay. Money, money, money. Oh ja, wir brauchen Iridium. Genau, ich erinnere mich an was. Die Aufnahme ist gerade halt, keine Ahnung, ein paar Stunden her, nicht mal 24. Und ich weiß schon wieder nicht, wo wir stehen geblieben sind, was ich eigentlich machen wollte. Ey, ich habe so eine Sieb-Hirn, das ist unfassbar. Ja, komm, ich. Oh, nee. Ja, komm. Oh, nee. Ich pack das einfach darunter. Und hol dann die Eier. Hallo, meine Süßen. Okay. Das Ei ist noch in Produktion. Zack, 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 zack. Das freut mich, wenn da alle voll sind. Ach, das ist schön. Okay. Wir schauen nach unseren Kühen, Schweinen, Ziegen und Schafen. Wir haben echt schon viele Tiere. Und es könnten noch mehr werden, aber ich möchte nicht. Aber ich habe voll viel Geld. Wofür soll ich das denn ausgeben? Man kann ja nicht so viel kaufen mehr jetzt, ne? Huch! Entschuldigung. Ich werde trotzdem noch Dinge kaufen. Ganz ruhig. So. Sehr schön, wenn ich mir Iridium einfach kaufen könnte. Oh ja, das wäre toll. Okay, und Cranberries ist auch nichts fertig. Nein. Dann können wir. Wir legen mal den Granatapfel und den Apfel mal da rein. Noch mal ein bisschen was sammeln. So, die können wir alle weg. Den Kaffee eigentlich auf. Auch. Auf. Wir haben unten noch unseren Händler, den wir besuchen können. Und hier unseren. Ja, genau. Unseren Trinknopf für unseren Hund. Das da gehört da hinten rein? Ja. Dann schauen wir mal runter zum Händler. Jetzt müsste dann auch langsam der Nebel weggehen. Und ich muss kurz das Fenster zumachen. Einen Moment. Entschuldigung. Meine Finger wurden kalt. Weil das Fenster ist direkt hinter meinem PC und jetzt zieht die kalte Luft immer unterhalb des Bildschirms direkt auf die Tastatur und ich habe Eiszapfen als Finger. Es ist gerade nicht so warm draußen. Hallo. Wieder mehr Sommerschmuck, Kirschsetzling, Eis, Kirschbombe, Apfelsetzling. Lol, die Sammlervogelscheuche haben wir schon. Aber was wir eigentlich tun könnten, wäre Bäume kaufen. Jetzt, wo wir gerade so viel Geld haben. Oder sparen wir auf irgendwas? Sparen wir auf was vom Sur?
Nee, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich gehe mal schnell zum Sewer, um zu gucken, ob der irgendwas hat. Da stimmte mir direkt zu. Weil der hatte relativ teure Sachen, aber ich weiß nicht mehr genau, ob da noch was war, das wir noch kaufen wollten. Ach, Quatsch. Okay. Ab nach unten. Hallo, Krobus. Schattenei. Nee, eigentlich nicht. Weil ein Monsterkamin kann in meinem Haus platziert werden. Zeichen des Gefährdes. Eine Dekoration für deinen Hof. Okay. Nee, okay. Krobus hat nichts mehr für uns. Das ist doch schon mal schön. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rüber und in die Höhle. In der Hoffnung, wir sterben diesmal nicht. Und guck nochmal nach Iridiumerz. Weil das ist das, was wir brauchen. Ja. Aber wir brauchen die sehr dringend, weil wir brauchen die Sprengler. Echt schade, dass man das nicht kaufen kann. Irgendwo. Wobei, wir könnten mal unten in die Oase gucken. Und vielleicht auch mal mit dem Dude da hinten sprechen. Was der da so macht. Hi. Vielleicht müssen wir öfter mit dem sprechen. Okay, Kaktus, Rhabarber, Sternfrucht, rote Biete. Eis. Gehen wir halt in die Höhle, wenn die auch nichts hat. Wir lassen uns von nichts aufhalten. Ich dachte, oh Mann, warum kann man das denn nicht kaufen? Weil das gibt es in der blöden Höhle echt selten. Ich mag das nicht, wenn es Dinge selten gibt. Das ist so ein Fliegeviech. Das kann den Sidewalk. Ich wollte es nicht Moonwalk sagen, weil es nicht rückwärts geflogen ist. Immerhin kriege ich ein Signal. Das ist doch schön. So, ein bisschen Kupfer. Ein bisschen Pizza. Ein bisschen Drumsteak. Na, von wo ist das? Kennt das noch jemand? Gibt es jetzt auch schon länger nicht mehr. Das ist sehr schade, finde ich. Ich fand das immer sehr lustig. Meine Stimme auch. Deswegen kackt sie jetzt gleich direkt ab. Jo. Ich töte dich. Ich hatte recht. Okay. Ich brauche eine Leiter. Oder ein Loch. Loch oder Leiter? Ich stelle hier die wichtigen Fragen des Lebens. Da sind ein Haufen Fliegeviecher. Aua. Oh, Leiter. Ist hier irgendwas, weil hier so viele Fliegeviecher sind? Kupfer. Wow. Ja, okay, ich gehe da oben nicht durch. Ich gehe wieder den unteren Weg. Der obere war mir gerade etwas suspekt. Warum sperren die uns denn jetzt mal ein? Huch.
Ach scheiße, schon wieder zu langsam. Warum bin ich denn jetzt so langsam? Yo. Ich bleib am Käse. Der bringt mehr Gesundheit. Drei Gesundheit mehr bringt er. Huch. Bitte verwandle dich nicht in viele kleine. Natürlich verwandelt er sich in viele kleine. Oh, die sind ja richtig ätzend. Ein Ei! Ein Ei! Ein Ei. Das muss man schon auch mal würdigen. Wenn man einfach mal das nicht kriegt. Falsch rum. Boah. Wo kommst du denn her? Heilige Scheiße. Ist. Alter. Ich bin der Leiter. Komm mir vor, als hätte ich heute nicht so viel Glück. Oh ja. Tschüss. Ja, ich glaube, ich habe nicht so viel Glück, ne? War nicht so mein Level. Ja, das wird auch nicht so mein Level sein, ne? Hi. Jo, tschüss. Ach nee, jetzt echt. Aber. Aber. Ich gehe lieber. Ich habe mich echt an wie ein Kerl. Das ist ja Wahnsinn. Mehr kann ich nie wieder aufnehmen, nachdem ich aufgestanden bin. Oder kurz nachdem ich aufgestanden bin. Ist ja schlimm. Aber ich wollte ein bisschen im Vorlauf. Im Voraus aufnehmen. Mal wegen Zeit und so. Die habe ich ja momentan nicht ganz so. Ich glaube aber auch, dass wir halt für Iridium elendig weit runter müssen. Und das schaffen wir mit unserer derzeitigen Ausrüstung nicht. Da müssen wir wieder Bomben bauen, da müssen wir direkt in der Früh hin und dann müssen wir da auch einen Tag warten, wo wir vielleicht Glück haben. Und dann geht's nach unten. Auch ein bisschen Käse sparen, damit wir das zu essen haben. Ich glaube, so wird das nichts. Ja. Aber da. Oh, aber ich habe ein Ei. Ich habe ein Ei. Das lege ich jetzt direkt in meinen Brotkasten. Ja. Dann habe ich einen lila Stein. Und es regnet. Und ich trinke nebenbei Orangensaft. Denn ich liebe Orangensaft. Es ist ja immer noch neblig. Oder ist es schon wieder? Es ist schon wieder neblig, ne? Gut. Habe ich irgendwas für hier? Jo, Steine, die da. Oh, eine Bombe. Die da nicht reinpasst. Das da, das da. Omnigeode? Ja. Bombe. Das war's. Okay. Kann verkauft werden. Kann verkauft werden.
Das war's, das verkauft werden kann. Den Honig nehme ich doch mit. Bei den Tieren war ich. Bei meinen Bäumen war ich. Jetzt gehe ich noch ins Monster-Ding. Triffsteinpfad. Hört doch auf, meinen Pfad noch kaputt zu machen. Was ist denn falsch mit dir? So. Rein und ausbrüten. Wow! Noch hoch in die Höhle und das Zeug dann auch hinlegen. Und dann, Kohle. Und, Nein, nicht pissen. Quatsch. Nicht essen. Nicht Pilz essen. Es kann nur noch besser werden in Zukunft. Okay. Ich behalte die gefrorene Träne, um sie meinem Mann zu schenken. Weil ich eine vorbildliche Ehefrau sein will. Okay. Hallo, mein treues Pferd. Reite mit mir durch den Nebel nach Hause. Nee, halt, erste Versandbox. So. Und jetzt, wo ist er denn? Der steht immer noch in der Küche. Hallo, mein Schatz. Das mag ich am liebsten. Woher wusstest du das? Wie war dein Tag? Hast du irgendwelche Monster erlegt? Fühlt sich gut an, hin und wieder Aggression auszulassen, was? Immer. Immer fühlt sich das gut an. Okay. Ab ins Bett. Ja. Okay, 17.000. Ich glaube, jetzt sind wir über die 100.000, oder? Ich weiß es gerade nicht. Haben die 100.000 geknackt. Geiler Scheiß. Das Sterntautaler Volksfest ist ein wenig zu überfüllt für meinen Geschmack. Aber ich werde mich mit Sam herum... Alter. Aber ich werde einfach mit Sam herumwandern. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Gesprochen. Du solltest aber ein paar Festspiele spielen. Sorge dich nicht um mich. Ich sorge mich immer um dich. Weil du bist mein liebender Ehemann. Jetzt wird es dann langsam komisch, ne? Hallo G, ich wollte dich nur an der Sternentautaler Volksfest morgen erinnern. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslage mitzunehmen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Louis. Okay, wir haben ja unsere neuen Sachen, ne? Wir haben ein paar goldene Früchte, ein paar goldene Erzeugnisse. Unseren Kühen oder so. Hallo, mein kleiner Hund. Hallo. Guten Morgen. Geh mal aus dem Weg. Danke. Weg. Niemand mag Samen. Die einfach wild durch die Gegend wuchern. So. Dich muss ich wieder gießen. Da wächst nichts. Ich auch gießen. Nee, passt schon. Jetzt dachte ich gerade, oh, verschiebst du den Sprinkler, dann musst du nicht immer gießen. Aber nö. Lohnt sich nicht. Huch. Ein neues Küken ist geschlüpft. Es sieht merkwürdig aus. Es sieht ein merkwürdiges Küken. Wie nennen wir denn das? Nennen wir es Drangilla. Da, ein merkwürdiges kleines Küken. Das ist so merkwürdig, dass die Musik einfach aufgehört hat. Kann ich eigentlich... Nein, ich will es nicht verkaufen. Wer bist du denn? Klopfer. Huch, mein Diamant ist fertig. Ich habe schon wieder ein Ei nicht gekriegt. So halt. Wir müssen raus.